Herzlich willkommen euch allen zu einem neuen Video, zu einem neuen Hello Nappy Talk und dir, liebe Rita, auch herzlich willkommen. Danke. Wir möchten heute das Thema nochmal aufgreifen, zu welchem wir bereits ein Video gemacht haben, nämlich das Thema Macht ausüben von Kleinkindern. Was, wenn Kleinkinder durch Toben und Schreien Macht über die Eltern ausüben? Uns haben die Kommentare erreicht, dass die Zuschauer gerne wissen möchten, was mache ich denn jetzt genau oder warum, wieso, weshalb ist es dazu gekommen? Wir möchten genauer darauf eingehen und möchten euch anhand von einem Beispiel heute erklären, wie man die Hierarchie wiederherstellen kann. Genau. Das ist ja heute ein Riesenproblem, weil praktisch überall wird geklagt, eben, dass die Kinder nicht mehr gehorchen oder Macht ausüben, schreien, toben. Schon Vierjährige in der Schule, es war gerade kürzlich wieder in den Medien, im Kindergarten, Kindergärtnerinnen beißen und so weiter. Und da ist es ja, was ist jetzt zu tun? Wie kann ich feststellen oder was kann ich als Eltern machen, um erstens mal zu sehen, dass ich da auch schon irgendwo in eine Sackgasse geraten bin? Und weil wir nicht von einem sozialen Nervensystem reden und so, was für Impulse braucht ein Baby-Kleinkind, damit es sich einordnet, damit es sich in eine Familie integriert? Und plötzlich stellen dann die viele Eltern fest, wenn es so geht, das zweite Lebensjahr geht's mit 22 Monaten oder so. Oh, jetzt ist das Kind eigentlich nicht das, was ich erwartet habe. Lieb und nett, weil ich ja auch selber so lieb und nett bin, sondern tobt und schreit und beißt. Und das anhand der Transaktionsanalyse könnt ihr jetzt mal schauen, wie sprecht ihr mit eurem Kind? Also es ist nur ein Teil der Lösung, weil das Gebiet ist natürlich riesig. Wir werden verschiedene Teile dazu machen. Aber das ist schon mal ein Teil, weil die Sprache ist etwas, was sehr viel signalisiert. Und das Unterbewusstsein kann sehr schnell interpretieren, wo steht jemand, wenn er spricht. Also welche Haltung nimmt er ein, welche Mimik und so weiter. Und jetzt müssen wir wissen, als Eltern sollten wir führen. Das ist das wichtigste Bedürfnis eines Babys und Kleinkindes, dass es Eltern will, wo es geführt wird. Und das ist mal wichtig zu verstehen. Also ich muss führen, aber wie führe ich jetzt? Und ich mache jetzt ein Beispiel, wo ihr euch vielleicht wiederfindet. In meiner Praxis ist das praktisch zu 100%. Wenn die Therapie fertig ist und da gibt es Spielsachen und jetzt sagen die Eltern, würdest du bitte noch die Spielsachen wegräumen? Nein. Da kommt noch nicht mal ein Nein. Da kommt einfach gar nichts. Karotte in den Ohren. Auf jeden Fall kein Handlungsbedarf wird beim Kleinkind ausgelöst, bei den wenigsten. Und dann kommt die Aufforderung nochmal und nochmal und irgendwann kommt dann so, ja, draußen wartet schon jemand. Also wird noch Druck aufgebaut, als ob das jetzt helfen würde, also irgendwie ein schlechtes Gewissen vermittelt. Alles keine guten Sachen. Also jetzt schauen wir mal dieses Beispiel anhand der Transaktionsanalyse, weil das ein Schema ist, das ihr gut behalten könnt und dann könnt ihr euch selber einordnen, wie ihr mit eurem Kind redet. Schaltet es mal auf, dass ihr das seht. Also da haben wir die Transaktionsanalyse, kommt aus der Psychologie. Und der Erwachsene und jeder hat diese drei Personen in sich. Das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich, und das Kindheits-Ich. Auch das Kind hat diese drei Personen in sich, Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich, Kindheits-Ich. Und jetzt, wenn ich mit dem Kind so spreche, würdest du bitte die Spielsachen wegräumen, gehe ich in mein Kindheits-Ich,
Ich unterstelle mich meinem Kind und spreche das Eltern-Ich im Kind mit diesem Satz an. Ich brauche einen Konjunktiv, Wirtes, das ist die Möglichkeitsform. Ich brauche ein Bitte, ich bitte das Kind und ich stelle die Frage noch fragend. Würdest du bitte aufräumen? Und jetzt ist Aufräumen auch ja irgendein Begriff, wo ich schon mal weiß, was Aufräumen heißt. Ein Kleinkind hat dafür noch keinen Begriff. Was für den einen aufgeräumt ist, ist für den anderen die größte Sauordnung. Also ist es ein denkbar schlechter Satz an ein Kleinkind. Wie würde dieser Satz heißen, wenn ich in mein Eltern-Ich gehe? Und als Eltern sollte ich schauen, dass ich das Kindheits-Ich im Kind anspreche, weil das ist die Ebene, die das Kind ist. Es ist ein Kind und wir sind Eltern. Also daran ist gar nichts falsch, sondern das ist alles komplett richtig. Und dann würde dieser Satz so lauten, schau, die Autos wollen noch oder gehören noch in die Garage. Dann nehme ich den Begriff, das sind die Autos und da ist da, wo die hingehören, das ist eigentlich die Garage. Ob das eine Kiste oder was auch immer ist, spielt keine Rolle. Dann sieht das Kind Auto, das Gehirn des Kindes erkennt Auto, Garage und ich die Erwartung, die muss ich haben als Eltern, weil das Kind soll sich ja in die Familie, ins soziale System einpassen. Und jetzt ist das deine Aufgabe, dass du das machst, was dir zusteht. Und das sind deine Spielsachen oder die Spielsachen, mit denen du gespielt hast, wieder zurück an den Platz. Oder das Büchlein, das gehört da ins Gestell oder so. Und dann ist das kindgerecht und ich bin Eltern und ich spreche das Kindheits-Ich an. Und plötzlich machen die Kinder das, weil Kinder, respektive das Gehirn des Kindes, kann sofort interpretieren, welche Form ich einnehme, auf welcher Ebene ich mit ihm kommuniziere. Und eben diese Fragestellung, dieser Konjunktiv und dieses Bitte, da bin ich, ich bitte jemanden. Und wenn ich jemanden um etwas bitte, dann muss ich ihm die Möglichkeit geben, meine Bitte auszuschlagen, weil sonst ist es gar keine Bitte. Und deswegen ist es absurd, die Kinder zu bitten. Ihr wollt ja nicht, dass sie euch das ausschlagen. Ihr wollt, dass ihr das jetzt macht. Also ist das ein völlig falsches Verhalten. Und jetzt sprecht ihr eben so und dann reagiert das Kind. Wenn ihr auf diese Ebene geht und das Eltern-Ich im Kind ansprecht, da übernimmt das Kind sofort diese Rolle, weil die ist hierarchisch höher. Die ist, und jetzt sind die Eltern erstaunt, wenn sie diese Rolle nicht mehr loslassen. Aber diese Rolle gehört den Kindern nicht. Diese Rolle, die sollen sie gar nicht einnehmen dürfen können, wenn wir unsere Rolle behalten als Eltern. Dann macht das Kind das, weil es von uns abhängig ist, weil die Biologie will, dass es sich anpasst, integriert. Aber wir sollten uns als Eltern eben richtig verhalten, damit die Biologie auch diesen Schritt macht. Und wenn ich, die Biologie will immer höher werden, auch in der Hierarchie. Aber das ist dem Kind noch nicht es muss noch zuerst sehr viele Erfahrungen sammeln, erfahren im Leben, viel Wissen, viel Lernen, bevor es führen kann. Und wenn die Hierarchie klar ist, wenn das Kind weiß, wenn es die einnimmt, ohne dass ich darum kämpfen muss, dann ist es möglich, auf die Erwachsenenebene zu gehen. Dann frage ich beispielsweise in der Therapie ein EPM-Kind, möchtest du lieber ein Auto oder ein Büchlein mit auf den Therapietisch nehmen? Aber ein Kind, das die Hierarchie nicht anerkennt, muss sich ganz klar ins Eltern-Ich und ich bestimme, was jetzt getan wird. Also ich lege einfach das Büchlein oder das Auto hin, ich frage es gar nicht nach, weil das Kind will sich ja dann nicht anpassen, es will mich dominieren und auf dieses Spielchen, da darf ich mich nicht einlassen.
Und Was ich auch deswegen immer ein wichtiger Aspekt finde dabei, ist ja, dass wir die Kinder Kind sein lassen möchten und wollen und ihnen nicht zu viel zumuten wollen. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in der Gesellschaft. Aber wenn wir die Kinder ständig um was bitten oder fragen, dann geben wir, indem wir sie auf die Eltern-Ich-Ebene stellen, geben wir ihnen ganz viel Verantwortung in die Hand. Und mit dieser Verantwortung können sie und müssen sie noch gar nicht umgehen, weil sie sind ja eben noch Kinder. Genau, und die ist ja die stressbeladenste. Und deswegen reagieren dann die Kinder so mit Schreien und mit Sachen, wo die Eltern dann nicht verstehen und meinen, wir haben es doch so lieb gesagt und lieb gemeint. Und alle Eltern wissen ja eigentlich, wie stressbeladen so ein Elternalltag sein kann. Also hebt die Kinder nicht auf diese Ebene und lasst sie eben Kinder sein, damit sie sich auch entfalten können in ihrer Kindheit. Also schaltet wieder ein bei einem nächsten Video. Wir freuen uns auf euch bei einem nächsten Hello Nappy Talk. Tschüss! Tschüss! Bum 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 b